Morgen fahren wir beim Konvoi mit oder wollen wir auf jeden Fall mitfahren. Hallihallo Freunde, heute ist Freitag und Donnerstag, also gestern, hat das Bulli-Festival auf Fehmarn begonnen und wir fahren jetzt heute dahin. Meine Freundin kommt jetzt gerade nach Hause von der Arbeit und wir beginnen unseren Trip auch. Ich nehme euch alle drei Tage, die wir da sind, mit und wünsche euch viel Spaß bei allen Videos und alle Informationen zu dem Festival und so weiter und so fort werdet ihr garantiert in dem Video mitbekommen. Also viel Spaß und ich hoffe, ihr seid vielleicht auch da. Es ist so warm, so sauwarm. Also wir haben jetzt alles eingepackt. Meine Freundin ist auch bereit zur Abfahrt. Und ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Da ich dachte, da finden wir bestimmt viele Gleichgesinnte, wovon ich stark ausgehe, habe ich mir mal ein bisschen was vorbereitet. So sieht das Ganze aus. Das hat meine Freundin natürlich wieder gemacht. Bisschen ausdrucken lassen auf DIN A3 und mal gucken. Vielleicht kommt das ja an. Und dann schauen wir mal. So, jetzt geht die Fahrt aber auch los. Wir sind jetzt angekommen. Wir sind beim Katharinenhof, haben wir uns einen Platz reserviert. Das ist ein Stückchen weiter weg. Das erkläre ich nachher aber auch nochmal ganz genau, wenn wir denn da sind beim Bulli Festival. Also einige sind uns schon so mitgefahren oder entgegengekommen. Also ich freue mich auf jeden Fall. Hier checken wir jetzt erstmal ein und gucken, was hier so los ist. Und dann sehen wir uns vielleicht erst wieder beim Bulli Festival. So, wir sind jetzt ungefähr, keine Ahnung, wie lange sind wir jetzt hier? 40 Minuten, 45 Minuten bestimmt schon. Und also hier ist ja wohl mega viel los. Ich bin ja wirklich das erste Mal hier und ich stehe total drauf. Also, weiß nicht, man sieht alles Mögliche, man sieht alt bis neu, das Neueste. Und weiß nicht, wir haben jetzt eben gerade eine Kleinigkeit gegessen und ein paar Aufnahmen werde ich auf jeden Fall für euch noch machen, damit ihr auch mal einen Eindruck bekommt. Aber ich glaube, man kann es nicht so machen, wie als wenn man hier wäre. Irgendwie. Thank you.
wir sind jetzt noch ein bisschen an den Strand gegangen. Ja, wir sind einmal rumgegangen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Einblick geben. Wir sind ja aber auch noch 2 Tage hier, also keine Sorge, da wird noch was kommen. Auf jeden Fall dranbleiben. Heute Abend geht ja noch die Party, aber das Problem ist einfach, dass wir ja, ja so 10 Kilometer weg sind oder so von dem Geschehen hier. Und wir müssen aber um 22 Uhr leider auf dem Campingplatz sein. Das heißt, wir müssten uns ein Taxi nehmen oder wir müssten irgendwie mit dem Longboard oder bla hierher fahren. Das wissen wir noch nicht so ganz genau, ob wir das machen bzw. wie wir das machen. Das lassen wir uns einfach mal so auf uns zukommen. Bis jetzt einfach entspannt, schönes Wetter. Es fängt jetzt langsam an zu donnern und zu blitzen. Vielleicht ist ja nachher auch scheiß Wetter, dann werden wir bestimmt nicht nochmal wieder herfahren. Aber einfach mal abwarten und gucken und auf jeden Fall dranbleiben. Uiuiuiui. Also wie ihr gesehen habt, ich habe gerade noch eine Szene aufgenommen und jetzt fängt es aber richtig an zu ballern und vor allen Dingen tröpfelt es leicht und wir wollen natürlich hier nicht irgendwie stehen, wenn es mega pisst. Also den ganzen Bereich, den ihr hinter uns seht jetzt, den haben wir noch nicht abgegrast. Wir haben gerade von einem Studentenkollegen übrigens erfahren, dass es noch viel weiter geht. Und das werden wir uns dann morgen angucken und das werdet ihr dann auch morgen sehen. Was ist los, Max? Ich wollte das zeigen. Achso. Noch ein Anhänger. Ich zoome mal mit meiner Kamera. Ja. Also das werdet ihr morgen alles noch mitbekommen und dann sehen. Auf jeden Fall. Also bleibt dran. So, wir sind jetzt auf dem Campingplatz angekommen. Wir haben jetzt das erste Mal den Stellplatz auch angeschaut so ein bisschen, weil vorhin sind wir einfach, haben uns hier eingecheckt und dann sind wir direkt losgefahren. Ja, wir haben anscheinend einen richtig geilen Platz und zwar haben wir nämlich hier vorne, wie ihr sehen könnt, einen schönen Tisch mit direkt Bank dran und so. Also morgen früh können wir uns direkt daran setzen, wenn nicht so ein Kackwetter ist wie jetzt. Und ja, schön frühstücken. Ja, Strom haben wir jetzt auch angeschlossen und so weiter und so fort. Und jetzt machen wir uns noch ein bisschen den gemütlichen. Und ich zeige euch gleich noch mal ganz kurz so ein bisschen, wie wir uns jetzt hier ausgestattet haben und beziehungsweise wie das jetzt so im Bus aussieht und so. Ja, genau. Ja, Leute, jetzt liegen wir im Bett. Ich habe jetzt noch nichts mehr gezeigt, so richtig, wie das hier drin aussieht. Das mache ich dann morgen, weil es hat eben noch mal geregnet und so und dann jetzt ist es auch dunkel und bla und ich zeige euch das dann auf jeden Fall morgen, beziehungsweise nehme morgen noch mal ein bisschen was dazu auf. Für euch natürlich nächste Woche. Ich sag immer wieder morgen. Daran muss ich mich gewöhnen. Außer ihr wollt es natürlich so schnell es geht sehen, dann sagt es einfach Bescheid. Haut in die Kommentare rein, oh, wir wollen den nächsten Vlog unbedingt sehen, dann mache ich das auf jeden Fall schneller fertig und dann gibt es das auch schneller. Jetzt gucken wir uns noch einen Film an. Ein bisschen eine DVD. Und dann sage ich mal so, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. So. Und wenn ihr mehr von mir und Oscar sehen wollt, lasst ein Abo da. Wenn ihr das Bulli Festival morgen auch noch sehen wollt, morgen fahren wir beim Konvoi mit oder wollen wir auf jeden Fall mitfahren. Da gibt es bestimmt noch mal einiges zu sehen. Dann auf jeden Fall dranbleiben. Also, bis zum nächsten Video dann. Haut rein.